Ah, hier verbirgt sie sich also. Die letzte Schriftrolle. Ah, ne, ist das gar nicht. Wow, die fünfte in diesem Dings. Nacht von Donnerstag auf Freitag, 1 Uhr, live mit Limone 100. Da, Jubiläumsfolge. Als Promi-Gast dabei Aioli mit Cousinchen, das Seesiren-Special. Freut euch schon mal, es gab viel zu bereden. Echt jetzt, Sendezeit 5 Stunden länger oder länger geplant. Okay, krass. So, die war übrigens hier. Und jetzt fehlt uns noch eine Sache hier im Sektor 5, die wir noch nicht haben. Und ein Level natürlich. Und das müssen wir jetzt herausfinden, wo das Ganze liegt. In der letzten Folge hat es ja nicht ganz geklappt, das zu finden. Ich hoffe, diesmal wird es besser. Hm, ist es das vielleicht schon? Ja, tatsächlich. Ah, wunderbar. Damit haben wir das jetzt. Übrigens, wenn man alles hat, dann steht da auch erkundet, wenn man alle Sachen gefunden hat. Das haben wir noch nicht. Denn uns fehlt noch ein Level und ein kleiner Block, der noch unerforscht war. Habt ihr ja gerade gesehen, aber die holen wir dann einfach, wenn es in Richtung Sektor 6 geht, genau. Kurz mal 10. So. Plex Travite geschossen. Komm, wir spielen gleich wieder mit der wow empfohlenen Waffe. Schauen wir mal, was damit gemeint ist. Ah, okay, ja, ich sehe schon, warum die gut dafür geeignet ist. Ich weiß auch nicht, ob es nochmal runterfällt. Okay, das ist eine sehr krasse Waffe. Weil diese Schwapper, die kennt man ja eigentlich nur als Nahkampfwaffe. Und jetzt einfach so ist ja krass. Also, weil die so eine Range hat, ist ja crazy. So. Ja, und wenn es halt aufplatscht, dann macht so eine fette Explosion. Ich weiß nicht, ob die One-Shot ist dann? Nee, okay. Achso, ich habe aber auch nicht getroffen. Ah, stimmt. Na gut. Schön, dass ich zuerst die Gegner getroffen habe, ne? Ich dachte, ja, dachte ich mir schon, hey, wieso ist jetzt so orange? Aber macht natürlich Sinn. Boah, warum bin ich gerade so langsam? So, wieso wollt ihr nicht sterben? So viele Fragen. Fragen über Fragen, ne? Ja, du bist doch jetzt auch kein Problem für meine Range, ne? Sehr schön. Boah, das ist so ein krasser Aufplatz. Das ist ja crazy. Mehr noch. Okay. Mir war jetzt eigentlich auch egal, was da auf der anderen Seite war. Ob da wir kommen weiter. Bye bye. Achso, jetzt sollte ich eigentlich erst runterspringen. Ich dachte mir gerade, was ist das jetzt für ein komischer Effekt? Na gut. So, ihr könnt mal rauf, raus hier. Raus aus eurem Leben. So. Wunderbar. Damit haben wir die alle schon. So wie dazu. So, damit haben wir die alle schon mal. Jetzt können wir nicht um euch. Alles so krass. Also wirklich, ich bin so beeindruckt von dieser Range. Ah. Da muss ich wieder was abschießen. Fällt jetzt wahrscheinlich hoch. Ja. Achso. Sehr gut. Perfekt. Habe ich ja schon perfekt gemacht. Dann sprinten wir hier hoch. Wunderbar. Aber ich finde so krass einfach, diese Range. Das ist wahrscheinlich gerade das Einzige, worüber ich reden kann, weil. Das ist crazy. Ach, guck mal, jetzt habe ich den Kopfschutz auch an. Jetzt sehe ich zum ersten Mal die Rüstung so richtig. Also bewusst, sag ich mal. Ja, einmal kurz. So, jetzt da schießen. Ja, durch Schießen kommt man halt doch immer noch ein bisschen schneller voran. Ah ja, für Wände vor allem ist es eine echt, also sehr gute Waffe. Die ist halt einfach den Aufprall von einer Bombe gefühlt. Guck mal, wenn ich jetzt hier gestellt treffe. Ich habe nicht gestellt. Ja, dann ist es ein One-Shot. Habe ich aber auch gar nicht anders erwartet, muss ich sagen. Das ist eine sehr interessante Waffe, die habe ich, kenne ich auch so gar nicht. Weil wie gesagt, ich kenne die nur mit nur so einer Mini-Range oder halt diese Waschmaschine, diese Badewanne oder wie man die nennt. Badewanne. Diese Blubberblasen halt, ne? Die so hüpfen auch ein paar Mal. Nur die Arten kenne ich. Also. Das war mir jetzt was Neues. Oh Gott, Klecksroller. Wie kann man denn mit dem eine Range machen? Hä? Ah, aber vielleicht ist das auch ein besonderer, wer weiß. So, und damit sind wir fertig. Ich muss bloß gucken, was wir jetzt... Haben wir jetzt erkundet? Nö. Warum denn nicht? Ah, da ganz oben haben wir es vergessen. Na, dann springen wir nochmal ganz kurz zurück. Sorry, Leute. Die Detailarbeit muss mal ganz kurz sein. Aber man muss hier einfach nur drüber laufen. Und dann passt es, oder? Nope, immer noch nicht. Da ist noch eine Kleinigkeit. Gut, wir können sowieso mal... Das können wir tatsächlich machen. Wir können ja diesen Sektor 3 mal nehmen, die Röhre, was dann passiert, weil da waren wir ja schon, ne? Hier in der Ecke. Ah ja, okay, einmal da hinten. Ne? Ja, jetzt haben wir es erkundet, oder? Ja, genau. Wunderbar. Dann ab durch die Röhre.
Mal schauen. Warum ist die Röhre so lang? Weck mich, wenn wir da sind. Was in der Röhre? Da erinnert mich, wie Nummer 2 ich einen Sommerjob im Warenlager hatte. Irgendwie habe ich plötzlich Angst, dass Nummer 3 am Ende noch mitten in dem Ding stecken bleibt. Ich hoffe, das kann nicht passieren. Nee, aber sie ist auf jeden Fall sehr lang. Wie man sehen kann. Ah, jetzt, ja, guck mal. Ich habe ja die Curling-Bomb freigeschaltet. Jetzt kann ich switchen zwischen den Bomben. Aber klar, ich bleib natürlich dabei. Alles gut zu wissen. So, jetzt aber wieder rüber zur 5. Am besten gleich zu dem hier. War doch eine süße Konversation, ne? Kann man sich auf jeden Fall gönnen. So, und für uns heißt es jetzt, vom Öko-Wald irgendwas geht weiter in den sechsten Sektor. Der nächste Sektor ist am weitesten abgelegen, oder? Naja, eigentlich gar nicht, weil wir sind ja im Kreis gelaufen, hä? So, also. Glückseligkeitslabor. Oh, okay. Mhm. Fast nur Wasser, wie soll ich denn da hinkommen? Oh, ich empfange das Signal da oben wieder. Ja, natürlich. Wo auch sonst, ne? Wo auch sonst, wenn nicht die größte Stelle. Die höchste Stelle. So, vielleicht muss ich den hier benutzen. Aber ich denke nicht. Nee. Oder, ach, ich denke, den machen wir später, den Balloon. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir gehen jetzt erstmal weiter. So. Und lösen das Ganze hier Stück für Stückchen noch auf. Ne, weil hier gibt es ja trotzdem alles Mögliche zum Anschauen. Ah, guck mal, so geht es dann auch weiter. Achso. Ich glaube, ich könnte jetzt schon bis zum kompletten Ende gehen, aber das wollen wir ja nicht. So, ich soll meine Ohren wieder spitzen. Ah, geil, klar. Wie die dicke Tinte. Oh, man kann wieder das Splatana nehmen. Das ist sehr selten bis jetzt. Wir hatten, glaube ich, nur ein einziges Level. Ich habe ja auch gleich dann den Part danach benannt. Den habe ich richtig Bock. Das ist auch übel stark. Ich bleib dabei. So. Hä? Achso. Ich dachte gerade schon, was ist denn das für eine Mission? Aber gut. Macht schon Sinn. Oh, okay, das sind echte Gegner, verdammt. Also. Leute, zählt mal. Oh oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ja, aber die haben deutlich schlechteres Aim als echte Gegner. Muss ich mal kurz anmerken. Ist ja cool, dass man gegen die spielt. Vielleicht kriegen wir in jedem Segment jetzt andere Gegner. Mal gucken. Ja, das war jetzt übrigens nicht ganz aufgeladen. Das weiß nicht, was mir gebracht hat, da runter zu gehen. Oh, okay. Da geht's weiter. Upsi. So. Okay. Da kommt gerade einer. Oh Gott, Kalligrafen. Geht gar nicht. Manchmal frage ich mich auch, was die angreifen. Mal ehrlich. Ey, gerade gefühlt Dinge. Naja, es sind auch welche übrig. Ja, gut. Von mir aus sollen welche übrig sein. Oh, ich habe ihn genau erwischt. Ja, moin. Ich wusste gar nicht, dass da auch noch jemand ist. Oh, Leute, der hat einfach dieselbe Range wie ich. Oh, oh. Eine Tinte. Oh Gott, oh Gott. Das ist wieder viel zu knapp. Ach komm, jetzt darf ich nochmal alles machen. So, da bin ich doch schon wieder. Oh oh, ich glaube, ich sterbe wieder an derselben. Nee, doch nicht. Es ist gemein, dass sie da einfach spawnt und dann sofort schlagen kann. Aber gut, diesmal war ich ein bisschen mehr vorbereitet. Wir merken uns das auf jeden Fall. So, Checkpoint, da haben wir ihn doch. Mein wohlverdienten Checkpoint. Aber ich meine, wir können die ja von hier aufhitten, ne? Ich habe jetzt irgendwie die ganz normale Bombe dabei, das ist ein bisschen schade. Das kann ich jetzt ein bisschen mitnehmen. Oh Gott, was machen die denn jetzt? Oh wow, wie viele sind denn da? Ich habe ein paar getroffen. Er bleibt gerne unter mir. Oh, okay. Der meint es ernst zu meinen. Der meint es ernst zu meinen, ist auch eine gute Aussage. Okay, also es ist cool, dass wir mal so ein bisschen stärkere Gegner haben. Das ist nicht so cool mit dem Katana, weil ich halt wirklich damit nicht umgehen kann. Ich habe mal hier doch bestimmt nochmal. Oh wow. Dann wäre es nochmal einfacher. Aber egal, das spare ich mir einfach auf, weil ich glaube, das ist jetzt eh noch nicht zu Ende. So. Wunderbar, dann können wir weitergehen. Und meine Rüstung, ja, die brauche ich unbedingt. Über dir, pass auf! Na, wartet mal, wie viele sind denn da?
mache jetzt einfach gleich meine Ulti. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Lol, okay, er lebt einfach noch. Er lebt noch, er lebt noch. Hilfe. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, schon alle. War komplett umsonst, aber gut. Wir erholen uns kurz. Ah, ah, ah. Oh mein Gott, war das gemein. Meine Güte, das machen doch niemals echte Spieler. Es war halt auch so gescriptet. So. Mach ich schon mal so. Der Regen geht ja dann schön in die Richtung. So, jetzt sind die alle nicht mehr hier oben. Das ist gut. Das war sehr gut. Hä? Und jetzt macht's danach das Teil auf, oder wie? Aber irgendwie ist jetzt kein Unterschied zu dem, was vorher war. Ich sehe auch keinen durch den Nebel. Ah, da läuft einer. Laufen zwei. Drei. Okay, der ist aber alleine. Na, wie soll ich denn das machen? Die kommen halt alle. Mann, das ist voll gemein. Wirklich. So gemein gemacht. Ich will ja nur noch ein Leben. Mein Gott, endlich. Ey, das war echt eine schwierige Mission. Aber gut, ich habe auch das Platana genommen. Mit dem habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung und dann so viele Gegner besiegen. Geht mal gar nicht, aber gut. Ich habe es jetzt endlich hinbekommen. Ich hoffe, es sind nicht alle Missionen so schwer in dem Sektor hier, aber gut. Lass mich überraschen. Ja gut, mit den anderen beiden sollte ich es eigentlich viel besser hinbekommen, weil ich bin jetzt wirklich mit dem Splatana jetzt noch nicht so vertraut, würde ich mal sagen, ne? So, ich folge mal dem offiziellen Weg erstmal. Na, guck mal. Da gibt es schon wieder was zu holen. 31k habe ich aber auch, krass. Sieht tatsächlich auch wieder recht groß aus, dieses Ding hier. Bin gespannt, wie groß es plötzlich sein wird. Oh, und geil. Nochmal ein Ankorium. Das nehme ich natürlich sehr gerne. Oh, was ist denn? Ja, gut. Ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Als das hier. So. Hier geht es nochmal ein neues Level. Wunderbar. Und des Weiteren. Ein bisschen was zu holen. Hallo? So, ein bisschen was zu holen. Nochmal. Ah. Wieder ein neues Level. Okay. In die Richtung geht es zu einem nochmal einem neuen Level, aber das juckt uns jetzt noch nicht. Wir schauen uns jetzt hier erstmal die Sachen an. Wir machen das jetzt erstmal auf. Achso, ist auch offen. Na gut, kann ich das von hier unten holen? Hm. Hallo? Ach komm, was soll denn das? Wie soll ich denn das sonst bekommen? Hä? Naja. Probleme von später. Was du schieben kannst auf morgen. Du das auch. Nee, so geht das Sprichwort nicht. Das ist ja. Leute, kannst besorgen. Verschiebe nicht auf morgen. Das juckt uns jetzt erstmal nicht, das Sprichwort. Wir machen einfach weiter. Ah, okay, einen Feindesperser. Alright. Da ist immer schön, wenn man das Ziel gleich sieht. Aber du weißt halt genau. Oh. Gut, wir starten neu. Das stand ein bisschen spät dran, dass ich ein bisschen auf meine Tinte aufpassen soll, ne? Aber gut. Begrenzt Tinte. Das heißt, wir sollten eher versuchen, immer vorbeizuschwimmen. Ja, hier muss ich doch. Anders komme ich ja an denen nicht vorbei. Hier kann man jetzt ein bisschen ausweichen. So. Ja. Also hier ist es voll in Ordnung. Na, bei den Hunden weiß ich nicht. Naja, okay. Geht ebenfalls recht gut. Aber, ich glaube mal, ach egal. Wir rennen einfach vorbei. Das ist so einer, der schießt Rakete. Okay, er schießt Bomben. Ich wiederhole mich. Ich verbessere mich. Gut, hier muss ich jetzt, glaube ich. Weil ich kann da zwar drauf laufen, aber es damaget nicht halt, ne? Deswegen würde ich es mal lassen. Es würde passen. Da vorne ist ordentlich was los, ja, du sagst das. Aber ich kann hier einfach an der Seite zumindest überspringen, jawohl. Jo, alles klar, so ein Sniper-Dude. Gottes Willen. Oh, hier kriege ich, aber hier kann ich in Tinte schwimmen. Das ist auch wichtig. Nein! Was zum Teufel? Jetzt gab es wieder keinen Speicherpunkt. Mein Gott, also die triggern mich hier schon im sechsten Sektor jetzt. Jetzt habe ich nochmal deutlich mehr gespart, weil man kann da schon problemlos durchlaufen.
sprechen. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, ich zieh mal lieber. So, ah, mein Gott, ich glaube, ich bin gerade One-Shot. Mein Gott, kannst du mir mal in Ruhe lassen? Der kann mich immer noch abschießen, was soll denn das? So, den kann man auch ausweichen, glaube ich, ja. Ach komm, ja. Ich weiß halt nicht, wie viel Tinte ich brauche. Bis zum Schluss. Ich hab den Granatenwerfer, der hat mich irgendwie geschafft zu verfolgen, deswegen habe ich den. Oh, was geht jetzt ab? Ah, nice. Ja, das ist richtig. Nein! Ich schieße die jetzt einfach alle ab, ganz ehrlich. Das wird schon möglich sein. So. Ich bin jetzt schon mal oben. Wehe, ich brauche jetzt viel Tinte. Ich werde echt viel ausgegeben. Oh nein, bitte nicht. Ah, okay. Mein Gott, wenn es den nicht gäbe, dann wäre ich jetzt sehr verzweifelt. Ach, mein Gott, ey. Also wirklich, bis jetzt muss ich ehrlich sagen, die 6er-Aufgaben, die nerven mich. Wir haben noch nicht viele gesehen, aber bis jetzt nerven die mich einfach alle nur. Ja, mal gut. Vielleicht verändert sich das ja noch. Wer weiß, wer weiß. So, was hat der gefunden? Da hat er was gefunden. Ja, okay. Ist jetzt nicht das Wichtigste, würde ich sagen. Wichtiger wäre es mal, wenn ich wissen würde, wie ich das da oben entfernen soll. Also, hey, ich werfe und springe. Ja, komm. Hier gibt es ja auch nirgends einen Weg. No, was soll denn das? Naja, wir gehen einfach weiter. Ich weiß, wir hatten noch einen anderen Weg irgendwann. Ach, vielleicht kommen wir da jetzt wieder hin. Ne, kommen wir nicht. Okay, ich kann ja auch hier keinen Zeilen werfen. Naja. So, goldene Disk hier, wunderbar. Da geht's irgendwie schon... Ne, nicht ganz nach oben. Noch nicht mal ansatzweise ganz nach oben. Der Weisheit letzten Schlüssel. Schüsse. Sniper? Schüsse wahrscheinlich, ja. Und deswegen gibt's einen Sniper oder so. Naja, mal schauen. Finde die Schlüssel und öffne den Weg. Ich würde die normale Waffe benutzen, ganz ehrlich. Die letzten Aufgaben haben mich so getriggert. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Okay. Wow, was seid ihr denn? Achso, da wird einer den Schlüssel wahrscheinlich von haben, schätze ich mal. Ah, da ist der. Okay, der wird mich wahrscheinlich so... Yo, ist der schnell. Nicht einsetzbar? Okay. Jawohl. Ich habe einen Schlüssel, aber ich brauche wahrscheinlich vier. Oder? Das war da, kann doch nicht sein, dass das jetzt schon das war, was ich machen musste. Ich probiere es mal. Oder sind es jetzt... Ja, dann braucht er alle. Ja, gut. Nicht so eine große Überraschung. Dann würde ich tatsächlich mit dem da hinten weitermachen. So. Die können halt Bomben werfen, deswegen ist es, denke ich mal, von oben die immer zu besiegen ganz gut, weil dann ist man eigentlich geschützt. Oder sollte man geschützt sein. Ah, hier sind sogar zwei von denen. Mein Gott, hat der Schiss. So ein Schisser. Hauptsache die Schlüssel klauen, die ich brauche. Hä? Ah. Guck, guck. Natürlich hat der jetzt keinen gehabt, verdammt. Naja. Nicht so schlimm. Da, oh, da wachsen Fischeier auf den Bäumen. Sehr interessant. Wie auch immer das funktionieren sollte. Aber gut. Mich soll es nicht weiterhin stören. Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh Gott, ich dachte, ich bin schon unten. Okay. Da gehen gerade irgendwie ein paar ab. Also, da sind viele. Was tun die denn? So, das war ein Fehler, mein Lieber. Sehr schön. Den anderen können wir jetzt auch holen. Ah, da wäre jetzt natürlich... Okay, eine Sniper ist schon echt geil eigentlich. Aber klar, man weiß nie, was auf einen zukommt. Der hat Angst, in meiner Tinte zu fahren. Jetzt verstehe ich. Mein Gott, jetzt fährt er wieder da längs. Du kannst da hochfahren, bitte was? Boah, ist das ein Katze-und-Maus-Spiel? Ist ja krass. Muss nach oben unbedingt.
Ach, gemein ohne Dings. Nein, nein, nein. Du kommst hier nicht rüber. Das kannst du vergessen. Ich flieg gleich so runter, ich sag's euch. Über erholt er sich gleich noch. Oh nein, er ist so voll mit Tinte. Komm schon. Komm schon. Was soll denn das? Oh, jetzt haut er ab. Ja. Ey, die erholen sich aber auch echt gut. Die haben echt eine sehr gute Regeneration. Digga, verarsch mich doch nicht so. Ey, mit einer Bombe wäre es so viel einfacher. Nee, du kommst mir nicht davon. Ich kann's vergessen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh. Ist hier hoch. Ist so kacke, dass mir immer ein Dings fehlt, ne? Ja. Endlich. So. Weil ich jetzt eh schon da bin, würde ich sagen, den setzen wir mal ein, weil ich habe auch gerade gar keinen Plan, wo noch was sein soll. Also sind doch schon alle. Es gibt, glaube ich, nur zwei, oder? Es gibt mehr als zwei. Es gibt absolut mehr als zwei. Jetzt sind wieder da hinten einer. Ach so. Nee, immer zwei Stück, oder wie? Hm, keine Ahnung. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall hier hoch, ohne dass er mich sieht, hoffentlich. Nein, brauchst keine Angst haben, haha. Sehr schön. Wie viel brauche ich noch? Ich brauche noch drei Stück. Ja gut. Dann gehen wir mal gleich hier rüber. Ja eben, hier waren wir jetzt schon. Hm. Wo hat er denn explodiert? Oh, der ist einmal in mich reingerannt. Sehr cool. Danke dir. Das ist macht es deutlich leichter. So, jetzt fehlt mir noch einer. Ich sehe leider auch gar nichts mehr. Das bedeutet, ja, da vorne ist auch keiner. Wir setzen mal nochmal ein, weil von oben sieht man die immer ganz gut. Da ist keiner mehr. Da haben wir auch schon zwei geholt. Hier haben wir zwei geholt. Hä? Also ich raff's gerade noch nicht, aber gut. Vielleicht, wenn ich hier war. Okay, da kriegt man so eine Torte. Ah, das war's schon. Na also, gut. Ich raff immer noch nicht, was ich für eine komische Bombe habe, aber gut. Das war jetzt meine innovative und neue Idee. Die habe ich bis jetzt im sechsten Dings ein bisschen vermisst, aber die war jetzt endlich mal cool. Wunderbar. Endlich. So, aber ja, eigentlich wäre... Oh, der Schwapper wird nervig, aber das andere ist eigentlich recht einfach. Die Sniper, würde ich sagen. Ah, ein Coupon. Cool. Ja, krass. Ich sollte auch eigentlich... Ah, ich kann mich ja immer jederzeit hinkrotzen. Ich wollte sagen, ich sollte mir immer gleich alles holen, weil wer weiß, wann ich hier wieder hinkomme. Aber ich kann mich einfach porten, deswegen passt das. So, und hier ist dann gleich das nächste wieder. Wunderbar. Ich weiß, dass ich schon ein bisschen was verpasst habe. Aber egal. Wir machen jetzt einfach, was uns in den Weg kommt. Das machen wir. Und das ist, denke ich mal, ganz gut. Jetzt habe ich diesmal, weil wir so viel musste ich noch nie schneiden, habe ich gar keinen Plan. Oh lol. Okay, plätte alle Gegner innerhalb des Zeitlimits. Okay, wir probieren es ohne irgendwas. Keine Ahnung, wie ich das dann machen soll, aber gut. Ah, okay. Und jetzt? Ah, okay. I see, okay. Wir haben einen Kack-Wenderadius, alles klar. Gut zu wissen. Ja, und jetzt? Hä, wie soll ich denn den da oben holen? Ah. Aha. Hol mir den mal nochmal. So. Jetzt verstehe ich auch, warum das andere deutlich schwerer ist. Oh oh. So, man muss halt irgendwie drin bleiben, ne? Jawohl. Dann weiter geht's.
da. Nee, also das ist gemein. Mit dem Wenderadio. Wirklich. Das ist sehr gemein hier. Ich weiß nicht, was noch alles kommt. Jawohl. Hallo. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Komm schon. Nein, 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 nein. Ach komm, jetzt würde ich mich aber interessieren, ob das die letzten beiden sind. Wahrscheinlich. Wie habe ich den da hinten? Ah, 40 Stück. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Naja, ich probiere es nochmal. Aber, ja. Das wird schon passen. Ist doch, es ist nicht so gemacht. Wow. Dass man es genau schafft, denn mit einem Teil eine Ladung mit zu ballern. So. Nee. Ja, jetzt kann ich es eigentlich schon vergessen, ne? 25 Sekunden, ja, ich sollte schon viel weiter sein, glaube ich. Na boah, ich bin gar nicht viel langsamer als beim letzten Mal. Aber. Nee, hier lang. Ja, das fuckt halt so ab. Was soll ich denn machen? Nein. Ey, ist es der. Nee, zwei Stück haben gefehlt. Ja, okay, tatsächlich. Das ist tatsächlich das letzte. Gut, jetzt werde ich es hinbekommen. Boah, ist das gemein. Oh mein Gott, habt ihr es gesehen? Am Schluss rollt einfach noch eins. Also dafür habe ich wirklich keine Zeit, doch, meine Güte. Aber ja, wieder was Innovatives. Mich freut's ja, obwohl es mich auch gleichzeitig echt genervt hat. Ich habe es jetzt nur mit dem Hammer geschafft, nicht ohne, weil... Ja, keine Ahnung. Es war halt einfach jetzt irgendwie too much für mich. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Oh, so ein Asia-Schirm, der ist ja schick. So, wir gehen weiter. Oh, guck mal. Das war jetzt Zufall, dass ich genau das mitnehmen kann. Leute, wir sind hier echt nicht richtig unterwegs gerade. Hä? Ja, was ist denn? Du hast doch was gefunden. Ah, jetzt. Ja. Gut, es war eh zu erwarten, dass hier irgendwas ist. Jetzt haben wir die Goldplatten wahrscheinlich schon wieder. Ja, tatsächlich. Wunderbar. Ich würde jetzt aber noch ungern ins finale Level langsam kommen. Ich weiß auch gar nicht, wie lang der Part ist. Wir machen jetzt einfach noch dieses eine Level und dann schaue ich mal, wenn ich es zusammengeschnitten habe, wie es denn ausschaut. Ah, da drüben ist nochmal was. Ah, da kommen wir dann auch rüber. Perfekt. Gut, aber jetzt oben Richtung Octo-Gefahr. Wir nehmen jetzt mal eine Sniper, aber dann kann ich auf Abstand gehen und das wird, denke ich mal, nicht auf Zeit gehen. Und dann wird es ganz gut. So, ich lese mal jetzt die Screen. Erkläre mir den Turm voller Feier. Ja, das ist hier definitiv die richtige Wahl. Okay. Wo sollen hier die Gegner sein? Alter. Ja, spawn halt in mir mit diesem Maschinengewehr, ne? Mein Gott. Ja, aber ich bin jetzt schon mal zufrieden, was Sniper angeht, definitiv. Wie kommen die rein? Ich mach mir mal ein bisschen mehr Gelb hier, weil dieser Lila-Ton, der gefällt mir jetzt gerade hier überhaupt nicht. Hä? Ah. Jetzt geht's los. Okay. Dieser Ausweich hier ist immer richtig fies. Nein, 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 nein. Ja, ich bin komplett zufrieden mit meiner Sniper-Wahl. Schaut mal. Sowas würde ich mit einer anderen Waffe nicht hinbekommen. So. Nochmal rüber. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll, aber bei den restlichen muss ich eigentlich recht klar. Wow, okay, kann ich sie da hitten. Hier auf der... Ah, oh mein Gott, was bist du denn? Da will man sich kurz mal zurückziehen und dann sowas. Achso. Ich weiß nicht, ob ich alle töten muss, aber ich mach's einfach mal, weil es... Halt, nein, macht Sinn. Wow, noch einer Alarm. Ach du Kacke. So, jetzt halt, ich bin vorbereitet. Und dann fehlt, glaube ich, nur noch der da oben sogar. Ja, soll passen. Ja. Kannst nicht so präzise schießen, ne? Oh. Aber ich finde, wir treffen gerade, haben wir eine echt gute Trefferquote. Bin ich gerade selber ein bisschen beeindruckt. So, aber ich bin hier auch lahm. Und ihr seid zu weit weg.
Die Teile finde ich tatsächlich wirklich nicht so leicht zu besiegen mit ihrem Zucken da. Das nervt immer. Nein, nein, nein. Okay, immerhin nicht ganz runter. So. Da sind wir jetzt halt wieder. Nicht zweimal hintereinander dasselbe, danke. Okay. So, wunderbar. Ich glaube, das war es auch schon. Nee, wir kriegen noch mal eine Rakete. Ach so. So. Aber ich kann auch schon ins Ziel gehen. Oh Gott, ja, eben. Meine Güte, ich glaube, ich wäre gerade fast noch gestorben, ne? Weil für was soll ich die jetzt killen, ganz ehrlich? Vielleicht gäbe es da nochmal einen Bonus, wenn man die drei bekommt, diese Fischeier, diese 25, aber lieber nicht. Ich bin froh, dass ich endlich mal was gescheit direkt abschließen konnte. Ach, guck mal, wer hier rumchillt. Ja, cool. Hi. Captain hat ja ein paar Fischeier für dich. Cool, nehme ich sehr gerne, natürlich. Wir gucken jetzt mal, wie es ausschaut. Oh, 12 Stück gibt es und wir haben gerade mal 5 heute geschafft. Okay. Da runter. Ah, da muss ich ja mal runterspringen dann. Ja, wir gehen natürlich noch nicht da hoch. Ich glaube, da würde ich... Doch, ich würde sogar hochkommen, aber das machen wir natürlich nicht. So, wir gehen jetzt quasi rückwärts zurück. Natürlich, wie soll man auch sonst zurückgehen, wenn man nicht rückwärts zurückgeht? So, okay, hier ist nochmal ein kleiner Bonus. Gut, dann machen wir das noch schnell auf. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Oh, ist ja geil, mit Freunden. Die Düsen. Okay, cool. Ich habe auf jeden Fall offcam jede Menge zu tun, wie man hier sehen kann. 5 und 6. Ja, aber der Story-Modus geht so langsam Richtung Ende. Und es ging tatsächlich viel flotter, als ich dachte. Ich meine, ich habe mit so 30 Parts gerechnet, aber jetzt ist ja doch recht wenig. Ich glaube übrigens, dass ich da runterspringen kann. Das würde ich mir nochmal ganz kurz ausprobieren. Wartet. Ich glaube, ich komme von dort gerade. Ja. Da war nämlich die Sniper auch. So, kommt man so zu diesen unten? Nein, oder? Doch. Ah ja, okay. Ja gut, dann haben wir gleich mal noch ein neues Level. Moment. Achso, ist das nicht hier der Anfang einfach? Wo wir angekommen sind? Das ist jetzt die Frage, ne? Auf jeden Fall führt uns hier eine Bahn hin. Das heißt, wir sollten hier schon mal müssen in der Nähe gewesen sein. Theoretisch. Ne? Ah. Gut, das habe ich doch erwartet. Hier in der Ecke, ja, da wird nichts Gescheites sein. Ah, doch. Okay, eine Spinddeko. Ha, okay. Habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. So, jetzt haben wir tatsächlich zwei verschiedene Sachen freigeschaltet. Wunderbar. Die Brücke lasse ich noch zu, damit ich weiß, wo wir zuletzt waren. Und hier oben gibt es nochmal was. Was ist denn da? Ah, eine Schriftrolle. Schön. Es sind noch gar nicht mehr viele. 3 Stück fehlen noch. Das sind nach Anweisungen zur Mumifizierung von Inklingen aus. Vielleicht dachte man früher, dass dargestellt bewahrte Körper einmal zurück ins Leben geholt werden können. Aber das ist doch sicher kein Inkling. Kann doch wohl nicht sein. Oder doch? Von der Form und so würde es schon hinkommen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer neuen Folge von Splatoon 3 wieder. Ah, okay, das geht dann wieder da zurück. Und da ist der Anfang. Gut. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt. Der Story-Modus geht so langsam zumindest in Richtung Finale. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es jetzt am Schluss noch eine zweite Welt, wer weiß. Man kann ja nie wissen, ne? Upsi. Ja, hast du was gefunden? Nee. Gut. Wunderbar. Es sind anscheinend wieder sehr viele, 12 Stück, und wir haben noch gar nicht viel gesehen. Wir sehen uns in einer neuen Folge. Hab bis dahin einen traumhaft schönen Tag und ciao.